So, liebe Leute, weiter geht's mit FIFA und wir machen weiter in der Liga. Naja, auf geht's. Ich glaube, in der Liga dürfte es weitergehen. Lange für Gori. Jesus. Oh, tschüss. 16 Jahre alt, Rumäne, der bleibt auf jeden Fall bei uns. Sperre abgelaufen, das heißt, ich kann meinen Verteidiger wieder bringen. Bacic kann also wieder den Kader verstärken. Lorten bleibt natürlich als Option für rechts hinten drin. So. Ja, und Gori ist so einer, der wird heute wird als Stammspieler mittlerweile gewertet. Das heißt, der rutscht als Davis-Ersatz definitiv jetzt in die Startformation. Und ja, der hat mich überzeugt heute und dafür darf er belohnt werden. Und es geht weiter in der Liga. Gegen. So, gucken wir mal, was in der Scouting-Abteilung noch so ist an jungen Talenten. Nix. So, gucken wir mal, was da noch so kommt. Ja, auch nichts wirklich Wildes bisher. So, da haben wir noch einen. Da haben wir schon geguckt. Nee, so mit dem, gehen wir da hoch. Nee. Bisher nichts wirklich Überzeugendes. So, gucken, was in der Jugendmannschaft ist. Cummings. Na komm, zieh mal hoch. So, der nächste Gegner ist der Tabellenletzte Colchester United. Naja. Dann probieren wir es doch mal. Dann probieren wir es doch mal. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Das wird ein absolutes Highlight. Bleiben Sie dran. Tja, liebe Zuschauer, hier regnet es leider schon seit einiger Zeit, aber ich begrüße Sie natürlich dennoch sehr herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fußnehmen, hier sitzt der Kollege Frank Buschmann. Wir werden das Ganze für Sie daheim kommentieren. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Colchester United gegen die Football Friends. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Der schwächste Sturm gegen den besten Sturm, Buschi. Das ist ein Duell, das es in sich hat, oder? Auf jeden Fall. Natürlich wirkt das auf den ersten Blick wie eine klare Sache. Aber wir müssen immer abwarten. Das könnte aus meiner Sicht sich hier auch ganz anders entwickeln, als viele glauben. So, dann tun wir oder versuchen mal dem Tabellenletzten ein bisschen weh zu tun. Tabellenführer, Tabellengänger, Tabellenletzten. Das sollte doch eigentlich eine klare Sache sein, aber wir haben es in der letzten Partie gemerkt, wie schnell es gehen kann. Wenn der Gegner auf einmal sich so ein bisschen rausspielt. Das ist der Gastgeber in diesem Spiel. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Das ist die Aufstellung der Football Friends. Dieselbe taktische Ausrichtung auch auf der Gegenseite. Das 4-5-1. Auch hier in der eher offensiven Variante. Also so, jetzt fehlt nur noch Karte, wenn der nämlich, der wird sich heute vielleicht noch eine gelbe Karte holen, dann wäre es okay. Patrick hat eine Sperre hinter sich und heute haben wir nicht das Problem mit den Trikots, da dann geht er ganz in Blau. Und wir in Weiß.
Doch, also, auf geht's. Jetzt wird Spieltag Nummer 9 oder 10 müsste das jetzt mittlerweile sein. Wie gesagt, aber eigentlich eine klare Sache. Aber wie gesagt, eigentlich. Ab und an kann auch der Kleine den Großen mal ein bisschen wehtun. Wir haben jetzt 24 Punkte auf dem Konto. Also ist es jetzt Spieltag Nummer 10. So, wir haben ein Spiel verloren und alles andere gewonnen. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Aber dann kommt doch der Ball verloren. Und dann nimmt den FC Fulham aus dem Carabao Cup Goal. Gori, neuer Stammspieler, definitiv, der 16-Jährige. Das könnte die Gelegenheit geben. Hat jetzt mal die Chance, ein bisschen aufzuholen. Und haut auf den eisekalten Winter. Winkel 0-1. Das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann dieses Tor, den Ball einfach reingehämmert und da gibt es nichts mehr zu haben. Ich probiere den jetzt aus, die Saison. Mal gucken, wie hoch er geht. 48 Mal zum Start. George Gurry. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Na ja, gut, ja, aufgepasst, Gurry. Er ist jetzt der ist ein viel bisschen jetzt gut. Viel versprechender Angriff, aber da kommt doch noch einer dazwischen. Super, super gemacht, Gurry, wieder dabei. Da sind sie auf dem Flügel nicht eng genug dran an den Football-Fans. Ja, er holt sich den Ball. Zu lang, zu optimistisch. Vorteil mit diesem Zweikampf. Gut gemacht. Ja, so kann man das noch mal vorbei am zweiten. Dobra, der jetzt vorbei am dritten. Und das könnte noch mit dem Blitz. So, was gibt er jetzt, der Schiedsrichter? Gibt er nochmal noch mit dem Blitz? Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Da konnten sie nichts draus machen. Der Ball rollt gut und aus. Ahnt hier diesen Pass. Und hat er ahnt das, dass der Einwurf da hinweggeht und holt sich die Kugel und marschiert. Und der Keeper hat den Ball. Und Barlow kommt nicht an. Zum Konter. Lenglet. Das war zu weit. Das war doch nicht. Keine Proteste. Freistoß. Das war überhaupt nicht für mich. Meine Augen. Zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein. Sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Das war für mich gar nicht, weil ich habe normal, der hat sich den Ball zu weit vorgelegt, ich bin ihm da in den Ball reingegrätscht und damit war es für mich okay, aber Schiedsrichter sagte, nö, ist Leben. Wie geht das? Ein bisschen zu einfach. Oh, wie hat er den denn gehalten? Weil wir uns alle wollen. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Die kurze Variante. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Der Gegner ist immer noch vor, ab ein bisschen zu klar. Und Patrick. Gut, das ist genau das, was ich bei. Manchmal muss ich ein bisschen darauf zögern, dass der Gegner sich den Ball zu weit voll die Kante hat. Chance für den Konter jetzt. Aber wir sehen's. Ballverlust. Ja, wie gesagt, das ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Gegner ein bisschen zu. Dass der Gegner ein bisschen mitspielen kann, dass er ein bisschen zu sehr mitspielen kann. Bale. Die Football-Friends greifen an. Und jetzt die Chance. Und da, vielleicht jetzt mal. Wir halten ihn aber der Ball weiter im Spiel. So, bis jetzt können sie uns ein bisschen ja, zu sehr ärgern. Zwar fühlen die 1-0, aber. Mit der Aktion. Ja, super. Gori. Ja, ist irgendwo so ein bisschen heute der Mann des Tages. Wir haben zwei Situationen gehabt, hat ein Tor gemacht, jetzt die gelbe. Das ist ein bisschen zu heiß, das ist ein bisschen durchgebrannt gerade, das ist ein bisschen frustriert. Weil der Gegner nicht den Gefallen tut, den wir eigentlich gewünscht hätten. Der Mangel an klaren Chancen. Sie machen nichts aus ihrem Ballbesitz.
setzt sich schön durch. Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Riesenchance. Also man muss jetzt gerade irgendwo so ein bisschen sagen, dass der Ausgleich verdient wäre. Die machen diesen Ball nicht rein. Gerade eben in dieser Szene. Also es ist nicht zu glauben. Hunter. Den kann ich nicht spielen, den Ball. Ich weiß, dass hinter uns der zweiten Postleiter steht. 2-0. Aber das ist irgendwo ein bisschen unverdient. Aber das ist mir egal. Aber das ist drin. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Die Flanke kommt rein. Er lässt den Ball dann noch kurz aufspringen. Und dann haut er das Ding. 2-0 steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Der Gut. Der Angriff ist erstmal vorbei, sie verlieren den Ball. Gut, dazwischen gegangen. Super gehalten. Ui, was für eine Parade. Wahnsinn, wie er den noch hält. Ecke kommt. Ball wird abgefangen. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Da können sie kontern. Wie gesagt, Pause. Gutes Spiel. Nach Durchgang 1 liegen die Gäste vorne. Deutliche Führung zur Pause und das offensiv stärkste Team zeigt wieder mal, was es kann. Zeigt wieder mal, wo die Stärken liegen. Sie machen hier, was sie wollen. Lassen keinen Zweifel aufkommen, wer hier die bessere Mannschaft ist. Es ist ein unglaubliches Selbstvertrauen zu bewundern. Ja, aber es tut heute ein bisschen weh beim Zug. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Es tut gerade ein bisschen weh. Oh Gott, es gibt dann noch eine zweite Halbzeit und da ist auch noch möglich, ein bisschen was gerade zu rücken. Auf geht's. Weiter geht es jetzt in dieser Partie. Wir haben eine Führung für die Football Friends. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Greece. Und wie gesagt, nochmal, der Gegner ist momentan nicht. Ist der Tabellenletzte. Und jetzt der Schuss. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Also es bleibt aber, es tut gerade ein bisschen, wir versuchen jetzt gerade wieder ein bisschen was rein zu kombinieren. Vielleicht muss ich mal einen Wechsel vollziehen, im Mittelfeld vor allen Dingen. Ich denke mal, dass Cunningham für Gori die richtige Wahl gleich sein wird. Guter Vorstoß da jetzt. Vor allem aufgrund der gelben Karte, ich kann es mir jetzt gleich machen. Und wie gesagt, der Jogi ist jetzt gerade mal 16. Könnte was werden, guter Pass. Kein Abseits. Den Ball spielt er gut. 3. So. Das Ergebnis ist ein bisschen gerade gedrückt, aber ich werde es wie gesagt jetzt. Oh, kann ich nicht dran. Dann ist es Davis, der jetzt reingehauen wird. Da klingelt der Kasten. Wie gesagt, aufgrund der gelben Karte muss dieser Wechsel jetzt verzogen werden. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter. Und das macht Sinn, er nimmt den bereits verwahrten Spieler vom Platz. Genau so ist es. Sie können sich hier weiter absetzen mit diesem 3-0. So, mal gucken. Ja, schön, Davis. Der will wieder ein bisschen zeigen, dass er wieder noch wieder als Stammspieler arbeiten kann. Und jetzt probieren wir es nochmal.
Gonzalo. Und das ist mir weniger unfreiwillig anders im Krimi. Und jetzt wird gerade diese Situation ein bisschen gerade gerückt. Es wird jetzt gerade ein bisschen gerade gerückt. Und jetzt spiegelt sich das auch im Ergebnis wieder. Ja, das Tor ist absolut verdient. Sie haben das Spiel hier wirklich im Griff. Das sieht man auch nicht alle Tage. So ein eindeutiges Spiel. Sie haben wirklich alles im Griff. Sie liefern heute, man muss es deutlich sagen, eine schlechte Leistung in diesem Spiel ab. Also meiner Meinung nach überhaupt nicht, weil von den Tribünen sie haben wirklich eine gute Leistung gebracht. Sie haben jetzt nicht das Problem, dass sie jetzt auch zwei Tore kassiert haben. Das ist jetzt klar irgendwann. Und es scheint mir so, als wüssten sie überhaupt nicht, wie sie mit dieser Situation umgehen sollen. Naja, Panther. Ich weiß, dass der Zweite da vorne noch einer steht. Er kann es machen. Also, das hätte mich dann doch sehr gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. So, Abschluss verfolgt jetzt vom Keeper. Ah, ich muss sagen, ist die Truppe mittlerweile zusammengewachsen. Also ich gehe davon. War das jetzt Kater? Es gibt hier Gelb. Er war daher klar, dass jetzt Gelb kommen musste. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Freistoß kommt. Weg damit. Lengle. Karninge. Davis. Da ist er alleine durch. Ein fantastisches. Nichts zu halten mit dem Keeper. Nur 5, 69. Spielminute. Der geht in die kurze Ecke. Da ist die Wiederholung des Torres. Und ich denke, den kannst du fast nicht halten, ohne dass du Tor bist. Einseitige Nummer. Sie liegen ganz da vorne. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ah, schade. So, es geht Kreis mit Gelb. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Paul war. So, jetzt wechsle ich aus. Ich habe ja schon Pendel neu rein. Für Grease wird jetzt zum Markt kommen, damit einfach mal jetzt noch ein bisschen die beiden Gelbfrohbelasteten runternehmen. Gleich zwei frische Spieler. Ja, also beide Gelbfrohbelasteten, beide gehen jetzt runter. Jetzt die Flanke. Super. Und wieder verändert der Keeper und Winkel. Ball ist im Aus, es gibt Ecke. Torgefahr sieht anders aus. Das war nix. Kein guter Kopfball. Aus der Szene müssen sie mehr machen. Wartet. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Nicht ungefähr. Steilpass. Ja, enge
Schild. Der Ball ist im Tor, aber das ist abseits. Fahne ging sofort hoch und ich glaube, das ist auch die korrekte Entscheidung, auch wenn sie es erstmal nicht fassen können. Ja, es war aber auch okay. Ich hatte es jetzt etwas gerechnet, dass der Pfiff kam. Sauber und fair vom Ball getrennt hier. Smart. Da wäre der Platz, um zu flanken. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Da ist Platz für den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Hunter. Die Football-Fans greifen über Ausnahmen. Da wäre Platz. Ist natürlich mutig, jetzt von da zu versuchen. Ja, ja, aber man kann meine Spieler verpassen. Ich bin sicher, da müssen sie mehr rausmachen. Gleich wird hier ausgewechselt. Wieder smart. Er bringt den Ball auf den Ach, bist du zu nah. Ja, da sagt der Torwart natürlich Dankeschön. Elfmeter. Aber ich wollte die gelbe Karte provozieren, damit er dann jetzt die Sperre absitzt irgendwann, bei denen ich in einem Anführungszeichen wichtigen Spiel dabei ist. Das war nicht regelkonform. Ja, alles gut, die Karte ist komplett richtig. Und dann verschießt er den noch. Einfach mal probieren, einfach mal stehen geblieben. Ja, die gelbe Karte ist egal jetzt, aber besser jetzt als wie gesagt. Da müssen sie aufpassen. Es war nur provoziert. Genau, hinschauen jetzt. Ja, so kann man ganz schnell. So einfach geht das dann. Im Gegenrisch mit 11 Meter, dann kriege ich doch das Ende hier. Da gibt es nichts mehr. Ich darf der Schiedsrichter auch abpfeifen, weil das Spiel ist eh entschieden. Kein einziges auf der anderen Seite. Und auch bittererweise mit Peter. Wie gesagt, eigentlich haben sie gar nicht so schlecht gespielt, wie das Ergebnis aussah. Muss man einfach mal so klar, das ist so sagen. Es ist so gelaufen, wie eigentlich alle gedacht haben. Auf dem Papier war ein großer Unterschied zu erkennen, auf dem Rasen allerdings auch. Und dann kommt am Ende ein deutlicher Erfolg raus. Torreichste gegen die Torärmste Mannschaft. Da war ja fast klar, dass es hier am Ende so laufen würde, dass es so einen Sieg geben würde. So, damit war es das mit heute und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht es auch weiter. Ich weiß, dass meine Sperre, dass eine Sperre drin ist. Ja gut, okay, das ist klar, dass der raus ist heute, Kater. Kann Muni eigentlich Innenverteidiger? Nein, kann er nicht. Aber ich werde eh trotzdem wechseln. Muss eh wechseln. Ich würde gar nicht auf die Bank wechseln, aber im nächsten Spiel sein Debüt feiern.
wenn nichts weiter noch Nerviges daneben kam. Das war jetzt bewusst diese gelbe Karte provoziert. So, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder und dann geht's weiter mit Spieltag Nummer 11 und dann ist es vielleicht wieder ein Pokalspiel, ich weiß es noch nicht. Naja, egal. Wie immer, ich freue mich, wenn ihr einschaltet hier bei FIFA 22.